In Teil 8 meiner Geschichte des Wissensmanagement soll es um die Erfahrung aus der Gründung eines Wissensmanagement-IT-Startup-Unternehmens gehen. Das heißt, aus diesen Erfahrungen, dieser großen, komplexen Internetdienste, sind Ideen entstanden, wie man universell mit Wissen, Wissensobjekten, mit Daten und Informationsobjekten umgehen kann, wie man die beschreiben kann, verteilen kann, updaten kann, clustern kann, performanter darauf zugreifen und so weiter. Da draußen zwei Patentanmeldungen entstanden. Das waren die sogenannte dynamische Datentechnologie und die Local Universe Address Resolution. Mit der dynamischen Datentechnologie war es möglich, jetzt universelle, ich sag mal, Enterprise-Portalsysteme zu realisieren. Das heißt, egal ob ich jetzt ein ERP-System da gemacht habe, ein Content-Management-System, ein E-Learning-System, ich konnte Informationsobjekte in der gleichen Weise beschreiben, darauf zugreifen, dynamische Interfaces darauf aufbauen, Daten replizieren und so weiter. Also Wissensobjekte gleich behandeln. Es war also eine intelligente Wissensobjektbeschreibungssprache, die es aber auch ermöglicht hat, ganz performant mit diesen Daten und Informationen zu arbeiten und diese zu suchen und zu nutzen. Auf Basis von dieser Technologie haben wir dann unser OpenEyes, also unser offenes Enterprise-Informationssystem entwickelt. Man kann sich das ungefähr vorstellen, heutzutage wie so ein IBM Connections, nur viel besser, viel offener und viel fortschrittlicher in hinsichtlich der Wissensbeschreibung. Allerdings nicht so bekannt, da natürlich die Marketingmacht von einem Unternehmen wie IBM gefehlt hat. Nichtsdestotrotz ist das Startup-Unternehmen relativ erfolgreich geworden, bis ich meinen Teil dann 2007 verkauft hatte. Die zweite Technologie, das Local Universe Address Resolution, ging damals schon, das war vor der Jahrtausendwende, davon aus, dass die Zukunft in lokalen Inhaltsdiensten liegt. Wir haben das Beispiel genommen, sowas wie pizzalocaluniverse.com. Ich gebe das als Suchbegriff ein und kriege natürlich die Angebote der nächsten Pizzadienste und Pizzerien zu meinem Standort, wo ich mich gerade befinde. Schon damals war die Idee, dass ich meine Position mit jeder Suchanfrage mitgeben kann mit der Technik. Damals hat das noch nicht automatisch funktioniert, was jetzt mit den Smartphones geht. Aber schon da war der Gedanke, wie kann ich ein weltweites Informationssystem aufbauen, was mir die Informationen, die ich möchte, anhand meiner aktuellen Position zusendet. Und die konkrete Umsetzungstechnologie, wie sich das realisieren kann, war also die Patentanmeldung 2. Damals waren wir natürlich auch der Überzeugung, dass in spätestens 3, 4 Jahren das Realität werden wird, was jetzt so ganz langsam vor allem mit Google und den lokalisierten Inhaltsdiensten Einzug hält. Damals mit der Gründung also mit dem Aufbau dieser Enterprise-Portals hielt ich das als sinnvolle Anwendung, die Wissenssysteme oder Informationssysteme eines Unternehmens möglichst intelligent zu vernetzen, damit ich darauf intelligent suchen kann, die Zugriffe verwalten und meine gesamten Systeme managen kann. Schon damals war die Idee nicht, die zusammenzuführen, sondern die bestehenden Systeme, die sich ja schwer ablösen lassen, ineinander zu integrieren. Das war also die Basis auch von diesem OpenEye-System. Deswegen konnten wir also Enterprise-Portalsysteme, auch Wissenspool-Systeme, klassisches, also das, was mal zwischendurch Wissensmanagementsysteme waren, aber auch Messelösungen, E-Learning-Anwendungen oder auch solche Sachen wie elektronische Medizinprüfungen damit realisieren. Oder jetzt eines der großen erfolgreichen Produkte meines Ex-Unternehmens ist Fuhrpark-Management-Systeme und Objektmanagement-Systeme entsprechend zu realisieren. Was man im Zusammenhang mit freien Enterprise-Portalsystemen oder freien Portalsystemen im Internet immer deutlicher geworden ist, ist, dass es ab dem Moment, wo es nicht um Daten eines Unternehmens geht, sondern um Daten von Personen, die zusammengeführt werden über zentrale Systeme oder auf zentralen Servern gesammelt werden, dass dort ein ernstes Problem auftritt in hinsichtlich Datenschutz und Privatsphäre und persönlichen Informationen. Und mir ist in der Zeit klar geworden, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Es besteht keine technische Notwendigkeit bei Cloud-Systemen in der Cloud,
die persönlichen Daten von Nutzern wirklich auf diesen Servern zusammenzuführen und so zu vereinigen, dass sich daraus komplette User-Profile erstellen lassen und diese nutzen lassen. Das heißt, spätestens seit der Anwendung des BitTorrent-Protokolls und des dezentralen Austauschs von Musikdateien und hier Videodateien darüber, sollte jedem klar sein, dass ich auch verteilte Informationssysteme aufbauen kann, auch wenn die Daten selber nicht auf einem zentralen Server gesammelt werden. Es besteht also keinerlei technische Notwendigkeit, Datensammeldienste wie Google, Facebook und Co. unbedingt haben zu müssen, um die Vorteile der Cloud nutzen zu können. Daraus entstanden dann Projekte, wie könnte man so dieses Modell der dynamischen Datenbeschreibungssprache auf ein dezentrales Netzwerk weiterentwickeln. Das war das damalige Manitou4u-Projekt, was im Endeffekt aus mehreren Gründen nicht realisiert worden ist. Ich bin auch persönlich nur noch bereit, maximal 45 Stunden die Woche zu arbeiten und eine ausgeglichene Life-Balance zu haben. Und unter den Bedingungen keine private Haftung, 45 Stunden die Woche arbeiten und hier ein Businessmodell zu haben, was keine Milliardengewinne erwarten lässt, war natürlich die Umsetzung dieses Manitou4u-Projektes, also des dezentralen Wissenssystems, nicht möglich gewesen und ist deswegen erstmal in der Versenkung verschwunden.